Hallo, ich bin Andreas. Heute mache ich mein Unboxing-Video mit euch, und zwar habe ich eine neue Trinkflasche jetzt bestellt und die packe ich jetzt mal aus. Und ja, die ist aus Glas und ja, mal gucken, was sie so bietet. Für die neue, die ist aus Glas, aus Laborglas. Die ist bruchsicher und ich habe die halt bestellt, weil ich halt nicht mehr so gerne aus Kunststoff trinken möchte. Diese alte Ding ist zwar gut und hat auch einen schönen Verschluss hier, kann man hier, aber die ist halt schwer nicht so gut zu reinigen und deswegen habe ich gedacht, gucke ich mal nach einer anderen Trinkflasche um, die halt nicht aus Kunststoff ist und die auch gleich zu reinigen ist. Und da bin ich halt auf die hier gestoßen von Big Power. Und ja, gucken wir uns die jetzt mal an. Da ist die schöne Flasche und die hat auch hier jetzt schon so einen Schutzmantel. Kann man auch raus und dann halt wechseln hier. Wir haben den jetzt dabei getan, halt grau und schwarz. Schwarz finde ich aber schöner als grau, weil ich bin ja keine graue Maus. Ja, und wie ihr seht, kann man die Flasche hier oben öffnen und halt auch unten kann man halt gut reinigen, sowohl unten als oben. Und ja, finde ich auch toll. Die Flasche besteht aus Borosilikatglas, das ist mit Laborglas, das wird auch in Laboren verwendet, von den Wissenschaftlern oder sowas. Weil in Laboren, da ist auch so, dass halt das Glas bruchsicher bleiben muss und auch gegen Hitze bestehen muss. Und dieses Glas hier für das Trinkglas, für Big Power, da passen 45 Milliliter rein. Ja, und hier ist auch ein Teesiebchen, das heißt, da kann man halt Teebeutel reintun oder Früchte. Und dann kann man, damit kann man halt auch sozusagen unterwegs halt Tee trinken, oder gekühlt oder auch warm. Heißt, also die Trinkflasche hier, die hat auch, die kann bis, soweit ich gesagt habe, bis 60 Grad hält die Hitze aus. Ja, und die kann, ja, also da passt 0,55 Milliliter rein. Und jetzt wollen wir mal einen Trinktest machen. Jetzt hier auch gleich schließen und auch gleich umschließen. Jetzt hole ich ja im Trinkwasser, weil ohne Wasser lebt man ja noch nicht sozusagen. Seht, ist noch dicht. Und jetzt machen wir mal auf und trinken mal einen Schluck. Schmeckt sehr lecker, ist ja Wasser, ja, schmeckt gut hier aus dem Sauerland. Und im Vergleich zu der alten Flasche hier, die nutze ich auch noch, zum Beispiel fürs Fahrradfahren, ist der Geschmack auf jeden Fall besser als und schöner als mit dieser Trinkflasche, weil aus dem Glas schmeckt nämlich das Wasser besser und andere Trinken auch, weil bei Glas ist nämlich geschmacksneutral und bei Kunststoff ist zwar BPA-frei, also BPA heißt halt, ist kein Weichmacher drin, aber trotzdem, nach einiger Zeit nimmt das Wasser trotzdem Kunststoffgeschmack an und das mag ich nicht so. Und deswegen trinke ich auch jetzt hier nur noch aus dieser, größtenteils. Und die verwende ich für Fitnessstudio, auch wenn ich halt am Computer sitze, nehme ich die auch, weil man soll ja jeden Tag mindestens 1 bis 2 Liter Wasser trinken.
Ja, und ja, falls das Video gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.